Die CDU-CSU-Bundestagsfraktion hat die Sondierungsergebnisse ausführlich diskutiert und es war überwiegend Zustimmung zu den Ergebnissen und wir erwarten nun eben die Verhandlungen bei der SPD und dass wir dann in eine Koalitionsverhandlung einsteigen können. Dort werden dann noch eine Reihe von weiteren Fragen zu klären sein. Hinweisen möchte ich darauf, dass das, was wir in den Sondierungsverhandlungen, die ja nur einen ersten Eindruck geben, schon jetzt vereinbart haben, durchaus für dieses Land und für die Menschen in diesem Land etwas Besonderes sein werden. Wir geben Geld aus für die Digitalisierung, für einen Digitalpakt, für die Schulen in unserem Land. Wir wollen das Grundgesetz ändern, damit wir Kommunen helfen können, gerade auch bei der Finanzierung von dem digitalen Anschluss von Schulen in die Zukunft. Wir haben uns vorgenommen, dass wir den Investitionshochlauf für die Investitionen in Straßen, Schiene, Wasserstraßen und Digitalisierung weiter voranbringen. Es wird also sehr viel in einer Koalition, so denn sie kommt, möglich sein. Und wir reagieren damit auf die notwendigen Modernisierungsherausforderungen in unserem Land. Ein zentrales Thema, über das wir in den Koalitionsverhandlungen dann noch sprechen werden: Wir müssen schneller werden. Die Digitalisierung macht die Gesellschaft und das Leben schneller. Und dann können wir nicht 13 Jahre brauchen von der Entscheidung, einen Kilometer Autobahn zu bauen, bis zu dem Tag, wo wir endlich mal den ersten Bagger kommen lassen. Es muss schneller gehen, um an die Entwicklung uns anpassen zu können. Das wird alles kommen. Ich kann also sagen, ich finde, dass das, was wir jetzt schon in den Sondierungen erreicht haben, durchaus, wie man heute so sagt, ambitioniert ist, um dieses Land richtig gut voranzubringen. Und wir haben auch ein zweites Thema. Neben der Modernisierung haben wir auch die Stärkung des Zusammenhalts in unserer Gesellschaft. Und da ist ein wichtiger Punkt die Leistungen für Familien. Und dort sind wir auch in einem Milliardenbetrag unterwegs. Erhöhung des Kindergeldes im Endausbau 25 Euro pro Monat und Kind zusätzlich. Also wir tun da sehr viel. Und deswegen kann ich nur sagen, ja, es wäre für das Land ein großer Vorteil, wenn wir zu dieser Regierung kommen könnten.